Donnerstagabend sind wir angekommen, da sind wir dann ins Harris, haben wir uns dann Zimmerchen genommen. Was ich leider nicht verstanden habe, das Harris war halt direkt am Strip am 9. Hatte einen Stern mehr als das D. Allerdings muss ich sagen, war das D ja nicht sauberer, aber hatte modernere Zimmer. Hat mir vom Casino mehr gefallen. Und ja, also ins D würde ich wieder fahren. Auch von den Dealerinnen her. Aber wir sollten im Harris noch das eine oder andere Späßchen auch mit den Dealern haben. Ey. Naja, also Krieger fing dann natürlich wieder an zu spielen. Ich glaube, Roulette spielt er nur europäisches, also wo man keine Doppelzero hat und die Zahlen anders verteilt sind. Dann natürlich Blackjack und Three-Card-Poker haben wir dann gespielt. Ein sehr ruhiges Spiel, also das dauert ein bisschen länger, das Spiel. Man kann sich ein bisschen mehr mit dem Dealer unterhalten. Oh fuck, muss ich eigentlich tanken? 460 Kilometer noch. Ah, schaffen wir. 386 noch bis zum Ziel. Am nächsten Tanke machen wir das mal. Ja, und da haben wir dann, ich glaube, am zweiten Abend, wir sind dann am tagsüber, haben wir gesagt, wir machen jetzt nur noch Chilling. Haben uns da an den Pool gehauen. Der war voller als im D natürlich. War auch mehr los. Pool war auch größer. Haben uns da in den Pool gechillt. Und ich glaube, wir haben uns mittags um 2 getroffen, waren 2 Stunden im Pool und dann sind wir nochmal zu Walmart. Und abends dann. Wo waren wir denn dann essen? Ne, nicht schon wieder in der Cheesecake Factory. Die hingen uns nämlich dann zum Hals raus. weil da sind wir dreimal gewesen am Anfang. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, erst waren wir im Outback essen. Das ist ein Steakhouse-Laden, war echt lecker. War auch direkt neben unserem Hotel. Dann waren wir zurück im Casino und haben Blackjack gespielt. So, und Krieger testet die Tische dann erstmal durch. Auch nach den Leuten, die da spielen und dann auch nach dem Dealer. Dann hat er erst so eine Olle erwischt, die irgendwie die ganze Zeit geschafft hat, 21 zu erreichen. Wie auch immer, ob Blackjack oder nicht. Irgendwie ist er immer auf 21 gekommen. Was natürlich für den Dealer auch scheiße ist. Denn man muss nun mal sagen, die Dealer haben es auch gerne, wenn der Gast gewinnt. Denn der Dealer hat nichts davon, wenn das Casino Kohle macht. Alter, schon wieder? Ich habe jetzt schon wieder 90 Euro Mod bezahlt. Der Dealer hat nichts davon, wenn das Casino Geld bekommt. Sondern er hat ja was davon, wenn der Gast bei ihm länger spielt und gewinnt. Und wenn man gewinnt, gibt man dem natürlich Trinkgeld. Das heißt, auch beim Blackjack, wenn ich da mal mitgespielt habe oder auch bei anderen Leuten, geben die auch Hilfestellung. Also wenn man dann irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte einmal eine Situation, wo ich keine Karte mehr nehmen sollte und wollte gerade eine Karte nehmen und Krieger holte schon aus, so nach dem Motto, ich gebe dir gleich eine. Und dann sagte die Dealerin auch schon so, no, no, keine Karte mehr. also die helfen einem da schon so ein bisschen. Und wir hatten dann beim Three-Card-Poker hatten wir einen irgendwann einen Chinesen entdeckt namens Peter. Und der eine oder andere kennt von euch vielleicht die Volkswagen-Werbung mit dem Basketball für den, ich glaube, Polo GTI oder so ein Quark, wo es darum geht, Peter in seiner Mannschaft zu haben. Könnt ihr mal YouTube gucken, irgendwie VW Polo GTI-Werbung mit Peter. Die ist schon sehr geil. So, und da Peter auch noch gut gegeben hat, hat die Krieger dann auch super Laune und wir haben Peter. Wer braucht Jamal? Wir haben Peter. Haben uns dann mit Peter unterhalten, amüsiert, auch mit den Leuten, die dann noch am Tisch kamen, haben wir uns unterhalten. Man sagt dann natürlich, oh ja, der gibt gut, der gibt gut. Und ja, haben schon Spaß gehabt mit Peter. Irgendwann hat Peter dann gewechselt, dann kam Doris. Doris war auch super, die arbeitete halt auch schon so ein paar Jährchen da im Casino. Mit der haben wir uns lange unterhalten, was wir denn machen, wo wir herkommen und bla. Und sie wollte das mit YouTube erst nicht glauben und naja, war schon sehr spaßig. Am nächsten Tag war halt wieder relativ das gleiche angesagt. Pool. Also lange schlafen, dann Pool. Essen, zocken. Bums. Mach mal voll. Ein 35, oh Mann.
Ja, und da waren, sind wir dann halt wieder bei Peter gelandet. Und ja, war schon kurios. Also wir waren dann draußen vorm Casino, weil abends um 2 braucht man sich nur auf den Strip stellen und hat schon Entertainment. Denn die Leute waren da relativ schnell voll, irgendwie schneller als wir beim ersten Mal da waren. Und was denn jetzt? Naja. Und ich bin dann nochmal aufs Hotelzimmer gegangen. Krieger sagte dann, ja, ich setze mich hier schon mal zu Peter hin, habe Spaß mit dem. War dann auf dem Hotelzimmer. Wir hatten da, glaube ich, noch Pizza liegen oder so. Ich habe mir ein Stück Pizza gegessen, habe mich nochmal umgezogen. Bin wieder runtergekommen und dann saß er schon da, total grinsend wie ein Honigkuchenpferd. Ich sag, wie viel hast du gewonnen? Er so, nix. Aber, guck mal, die Olle links von uns am Tisch. Ich sag, yo. Sagt er, die kam gerade, die ist mega blau. Die kam gerade an und hat mich gefragt, ob sie denn ihre Brüste vergrößern lassen soll. Ich sag, was hast du denn jetzt gesagt? Er sagt, ihr habt natürlich nein gesagt. Der Mann von der saß natürlich auch noch daneben. Da sag ich doch nein. Ja, okay, alles klar. Ja, die sieht ein bisschen fertig aus. Die war so Mitte, Ende 30, sagen wir mal. Eher Ende. Ja, irgendwann, wir hatten halt noch, wir haben alleine an dem Tisch gespielt, setzte sich René, wie sich dann herausstellte, dann neben mich, neben mir saß dann Krieger und dann kam noch der Mann von der setzte sich neben Krieger. Wir haben also zwischen den zwei gesessen. Die waren beide gut blau, sie mehr als er, haben dann da gespielt. René, wir haben uns mit René und Tom hieß er, haben wir uns dann gut unterhalten, eine Menge Spaß gehabt. Die haben auch ein bisschen viel Scheiße gelabert. Sie zeigte dann auch nochmal unbedingt ihr Dekolleté, ob sie denn ihre Brüste jetzt vergrößern lassen soll oder nicht. Auf unsere Antworten, dass sie das ja nicht braucht, haben wir dann von Tom auch eine Brofist gekriegt und all so ein Kram. Der war schon echt gut dabei. Und ja, so nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde fiel mir dann mal so langsam auf, er trägt einen Ehering und sie nicht. Aha, alles klar. Also sie ist seine Vegas-Schlampe, aber, ne? What happens in Vegas stays in Vegas. Naja. Und plötzlich wusste Tom nicht mehr, was er machen soll. Hat also seine ganzen 25-Dollar-Chips genommen. Normalerweise haben wir mit 5-Dollar-Chips gesetzt. Und sagte zum Pitboss, das ist da so der Aufseher, der Dealer. Die hieß Isabella, mit der haben wir uns auch irgendwie mal unterhalten. Also wie gesagt, in Vegas unterhält man sich mit allen Leuten, weil die irgendwie alle gute Laune haben und eigentlich auch alle freundlich sind. Und Isabella, sagte er, sag mir mal, was ich setzen soll. Zeig mal, was ich machen soll, weil ich habe irgendwie kein Glück. Und Isabella ging hin, nahm sich alle 25er Chips von dem, also das ganze Geld, was er hatte, und setzte das für ihn auf die Felder entsprechend drauf. Also wer Three Card Poker kennt, setzte das auf 6-Karten-Bonus, halt Pärchen-Bonus, Ante und Play, ohne dass er in die Karten geguckt hat. Dauert jetzt ein bisschen zu lange, das zu erklären. Also man kriegt 3 Karten, spielt dann erst gegen die Bank und dann mit der Bank durch dieses 6-Karten-Plus. Auf jeden Fall setzte sie aber die Sachen so, dass er möglichst viel rausholt. Sagte dann natürlich aber auch zu ihm, ey, hör mal, ich kann jetzt hier nicht für dich spielen, da darf ich nicht, du musst auch noch setzen. Er so, nö, passt schon. Ja, und dann hat er mal eben einen Straight Flush, glaube ich, gekriegt und knapp 3000 Dollar gewonnen und ja, da ging dann die Party ab. Also ich glaube, wir haben mit ihm Fotos gemacht, abgeklatscht, Brofist, alles. Wir haben uns umarmt, richtig viel Spaß gehabt. Er wollte dann schon auch, dass wir Fotos mit ihm und den Chips machen auf dem Tisch und hast du nicht gesehen, ganz viel Brimborium und ja, er wollte dann schon abräumen, aber ab einer gewissen Summe müssen die natürlich von den Kameras, die oben überall an den Casinos hängen, wirklich überall. Es hängen so viele Kameras in den Casinos, das war echt krass. Auf jeden Fall muss dann natürlich erstmal geprüft werden. Der Pitboss muss dann erstmal anrufen: Ey Leute, hier Sicherheitsraum, guckt dann nochmal drüber, war das alles okay? Solange darf man die Chips nicht anfassen. Das hat Tom dann auch so 3, 4 Mal sagen müssen. Und in dem Moment fing dann auch der Alkohol von René an zu sprechen. In Form von der Kohle sehe ich ja sowieso nix. Da kaufst ja nur deiner Frau was Tolles für. So, da kam dann erst der erste pissige Blick von Tom Richtung René. Und ich habe mir auch schon gedacht, boah, halt doch die Fresse, Alte.
Und ja, sie wollte dann auch nicht locker lassen, hat dann auch irgendwie ein paar Mal Bitch und Motherfucker und so abgelassen. Und Isabella sagte dann auch schon so, ey, die Sprache toleriere ich hier nicht. Also entweder zügelst du dich oder ich schmeiß dich raus. Und ja, nachdem dann alles in Ordnung war und er seine Chips nehmen konnte, hat er dann nochmal durchgezählt, so er hat 2.500 oder 2.800 Dollar. Man muss dabei sagen, bei diesen Einsätzen, die wir da spielen, also 5 Dollar, 10 Dollar und so ein Quatsch, ist das viel. Die meisten Amerikaner, die da spielen, an den ganzen Würfeltischen, die fangen an rumzubrüllen und auszuflippen, wenn die da 3 Dollar gewinnen. Also das war schon ordentlich. Ja. Und er war dann aber noch so auf dem Trip, I love you, Baby. Und sie sahen immer so, ja, und das glaube ich dir nicht. Und dann warf er ihr so ein 500-Dollar-Chip rüber. Und sie warf ihn wieder zurück. Er warf ihn wieder hin, sie wieder zurück. Er sagte, wenn du ihn jetzt nochmal zurückwirfst, dann hau ich ab. Genau so. Und er kannst du gucken, wo du bleibst. Ja. Ja, da hat sie ihn dann mal halten. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, halt doch die Fresse, ey. Kriegst ein bisschen was. Ja, als er dann gewonnen hat, sagte René nämlich auch, ja, heute Abend gibt es dann doch ein bisschen mehr als einen Blowjob. Und die freute sich halt schon. So, dann war er weiter am Spielen und dann fing sie wieder an zu sabbeln von, ja, kauft deiner Frau doch jetzt ein Gucci-Täschchen oder was von Versace. Und ja, das wurde Tom dann zu bunt, dann stand er auf, hat alle ihre Chips genommen. Der Dealer hat ein bisschen dumm geguckt, also Peter hat ein bisschen dumm geguckt. Weil normalerweise darf man das nicht, aber da Tom ihr vorher die ganzen Chips gegeben hatte, war das wohl irgendwie okay. Ich habe keinen Schimmer. Nahm sich die Chips, setzte sich wieder hin. René guckte ein bisschen verdutzt. Krieger und ich haben Spaß gehabt. Wir haben uns ja die ganze Zeit dann auch auf Deutsch unterhalten, damit die uns nicht verstehen. Wobei man da auch aufpassen musste. Also einer der Pit-Bosse konnte Deutsch. Einer von den Cashiers auch. Die hieß sogar Heidi und kam aus Würzburg. Ja, also da war dann die Stimmung eher so auf dem Tiefpunkt. Wir haben uns dann auch verzogen, haben dann irgendwann nochmal René getroffen, die dann alleine abgezogen ist und dran war, ich gehe jetzt nach Hause. Also das war schon ein starkes Stück, die beiden da so zu erleben. Am nächsten Abend solltet aber noch viel dicker kommen, als wir nämlich dann wieder. So gegen 2 Uhr nachts standen wir dann wieder am Strip und ich glaube am Abend vorher kam schon eine auf uns zu, hey, ich bin ein bisschen dipsy und meiner Schwester ist das alles so peinlich, die trinkt nicht und weiß ich nicht, dann war sie dran, sie mag Bauchnabel und wir sollten bei ihr mal Bauchnabel fühlen, bla bla, irgendwann ist halt wieder abgezogen. Ja und am nächsten Abend standen wir halt wieder, da kam die nächste Olle an. Ja, ich bin ja so betrunken. Ich versuche meine Freundin zu erreichen, aber die geht irgendwie nicht ran. Dann sagte sie, tell me something. Ich sage, was soll ich jetzt erzählen? Und Krieger direkt übernahm direkt die Initiative und sagte, hab heute Geld verloren, bin aber nicht unbedingt unglücklich drüber, weil, ne, hier, so ist das Leben. So, die fing dann an, sich zu unterhalten. Ich habe mir dann gedacht, ja komm, alles klar. Vielleicht hat Krieger ja nochmal Glück. Ich sag, Krieger, wir haben ja noch Pizza oben, also wenn du später noch was zu essen brauchst, kommst du klopfen. Ich hau mich schon mal hin. Bin dann durch das gesamte Casino, muss man ja jedes Mal gehen. Die sind zwar immer wie ein Labyrinth aufgebaut, aber wenn man da zwei, dreimal durchgeht, weiß man auch, wo man hin muss. Bin dann durch das Casino durch, Aufzug nach oben. Da waren dann auch wieder die ein oder anderen betrunkenen Leute, mit denen man sich kurz unterhalten hat. Ja, bin dann in mein Zimmer, hab mich umgezogen, Licht aus, Glotze an, lief How I Met Your Mother, also konnte mich nicht beschweren. Und hörte dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Frauengeschrei, die Wände waren ja nicht unbedingt dick. Und hab mir gedacht, aus dem Nebenzimmer, Krieger war 4 Zimmer weiter, also in die andere Richtung, oder 2 Zimmer weiter in die andere Richtung, aus dem Nebenzimmer, die würde sich beschweren, dass ich den Fernseher so laut hab. Ja, machst du mal Fernseher leiser, hab noch irgendwie 10 Minuten weitergeguckt. Plötzlich klopft es schon natürlich. Ich sehe mir so, was ist denn jetzt los? Ey, Krieger hat aber hier schnell einen abgelassen, oder wie? Tür aufgemacht, stand Krieger da. Grinsend wie ein Honigkuchenpferd wieder. Ich sag, was ist denn jetzt wieder los? Also, ja, lass mich mal rein, gib mir ein Stück Pizza. Ich sag, oh, das ging aber schnell. Nee, sagt der Moment.
Hast du die alte nicht gerade gehört? Ich sag, wie? Ja, das war hier die, wie hieß die? Irgendwas mit D. Debbie? Ich glaube Debbie. Hast du Debbie nicht gehört? Ich sag, ach, das war Debbie. Ja, sagt er, die ist doch gerade wutentbrannt hier aufgelaufen. Ich sag, warum das denn? Ja, pass mal auf. Also, wir sind in unser Zimmer gekommen. Krieger natürlich nicht aufgeräumt, aber kein Problem. Schnell klar Schiff gemacht, Bett frei gemacht. Sie fing allerdings an, sagte er, dann das Bett zu machen. Und könnt ihr bei ihm bei Facebook schon lesen, sagte er, ja, fing sie dann an, von ihrem Business zu reden. Wobei ihm dann schon die Alarmglocken angingen. Denn Prostitution, liebe Freunde, ist in Nevada verboten. Und hat sie dann auch erstmal sabbeln lassen, sagt er, von wegen, was sie denn alle macht und was sie nicht macht. Scheinbar macht sie nie mehr Sachen nicht, als sie macht. Fragt er, was darf ich denn machen? Ja, und sagt er, nee, wieso soll ich denn dafür bezahlen? Muss ja nicht sein. Warum? Und er hätte ja an der Straße, könne sich auch irgendwie Mädels, die Spaß haben wollen, umsonst holen. Die wären auch noch hübscher als du. Ja, und da ging bei ihr natürlich alle Sirenen an, alle Sicherungen durchgebrannt. Sie hat sich dann irgendwas geschnappt, was man werfen konnte, hat dann geworfen, war am Meckern wie ein Spatz und ja, ist dann wutentbrannt da abgezogen. War schon sehr witzig, hätte ich aber lieber live erlebt. Krieger eine Nutte geprellt, ey, sehr gut. Naja. Da muss man echt aufpassen. Also generell in Amerika ist es ja so, im Unterschied zu Deutschland, in Deutschland darf man keine Fallen stellen. Das fängt schon an beim Blitzen, wobei ja beim Blitzen nicht unbedingt, aber man darf nicht dieses, dass man Leute irgendwie in eine Strafsituation lockt. Also so von wegen hingehen, ey, hör mal, Kleiner, wir werden mit Ficken heute Nacht. Und dann sagt... Oh, da hätte ich abfahren müssen. Scheiße. Ach Mann. Da darf man halt nicht in Deutschland. So, in Amerika kann halt passieren, wenn man da an eine Nutte gerät und sagt, ja, alles klar, lass mal zur Sache gehen, dass dann die Handschellen klicken, weil man einen Zivilbullen erwischt hat. Ja, deswegen sollte man da sogar aufpassen, wie man da seine Drinks ausgibt. Das wäre auch noch gewesen. Alter, ich hätte mich kaputt gelacht, wenn das eine Zivilbulle gewesen wäre. Wobei sie ja von Business erst geredet hat. Aber wir fahren einfach hier ab und fahren dann wieder auf. Wobei sie ja erst von Business geredet hat, scheinbar, als sie schon noch im Zimmer waren. Oh Mann, ey. Also, wir haben viel erlebt. Wir hatten Tiere. Also, wir haben gesehen. Zebras. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wir haben Zebras gesehen, die irgendwo gehalten wurden. Wir haben Bären gesehen. Wir haben den Kojoten gesehen, den man auf dem Foto sieht. Der kam da die Straße lang gelatscht und wusste auch irgendwie direkt schon, wo es was zu fressen gibt. Was haben wir noch gesehen? Wir haben eine Schlange haben wir gesehen, die konnten wir aber leider nicht fotografieren oder aufnehmen, weil die sich zu schnell wieder ins Gebüsch verpisst hat. Alter, ich. Ohne Spaß, wieso ist hier überall Leitplanke? Jetzt muss ich noch durch den Tunnel fahren. Oh Mann, ey. Wir haben Schlangen gesehen. Wir haben Skorpionen gesehen. Wir haben Robben gesehen. Wir haben Adler haben wir gesehen. Eichhörnchen haben wir gesehen. Wir haben och, Ziegen und Widder gesehen. Also tiermäßig war echt alles dabei. Wir Krieger hatten eine Nutte geprellt. Wir haben einen verheirateten Mann gesehen. Mit seiner Eulen, der da gezockt hat. Also, wir haben eine ganze Menge erlebt. Dafür dann. Ey, ey, ey. Ja, komm, fahr weiter. Dafür, dass wir nur 6 Tage in Vegas waren und. Ich weiß gar nicht, wie viel Tage waren wir eigentlich noch weg? 13, 10 Tage waren wir dann auf Tour, ne? Stimmt das? Keine Ahnung. Haben wir eine Menge erlebt. Eine Menge schöne Sachen. Negativ fand ich eigentlich nichts. Okay, Monterey Bay Aquarium war jetzt ein bisschen enttäuschend, aber das kann man ja nicht riechen. 17 Mile Drive war jetzt auch nicht so unbedingt pralle. Aber ansonsten kann ich euch echt nur empfehlen, Leute, fahrt an der Pazifikroute lang.
Fahrt durch Yosemite, Sequoia, Death Valley war auch nicht unbedingt uninteressant. Da ist zwar nix, aber irgendwie die Landschaft ist schon krass. Ja, Vegas ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Okay, LA. Venice Beach war ich nicht mit, weil ich musste ja im Gegensatz zu André Crigier nur Videos über die E3 machen. Schon wieder Regen. Venice Beach soll halt mega schön sein, generell der Strand in LA. Ja. Einfach wunderschön. Ich hatte so ein bisschen dieses Feeling aus Californication, muss ich sagen, wenn sie da am Strand lang gehen. Das war halt original genauso. Man hatte die Basketballplätze, die Tennisplätze, die Mucki, die Muckibuden da direkt. Mal aus. Ach ja, war schon toll. Also generell ein sehr, sehr lohnender Trip. Finanziell nicht unbedingt. Ach genau, ich habe am letzten Abend, da kam Isabella an. Ich habe ja natürlich immer zugeguckt, das ist erlaubt. Zum Spiel muss man 21 sein, auch zum Trinken. Man wird beim Alkoholausschank wird man so gut wie jedes Mal nach der ID gefragt, weil die mit Alkohol mit Minderjährigen wohl ziemliche Strafen haben, wenn sie da erwischt werden. Dann, ich glaube, Rauchen auch 21, Autofahren natürlich ab 16. Oder war Rauchen ab 80, ich weiß es nicht mehr. Da hätte ich schon wieder auffahren müssen. Alter, ich quatsch zu viel und guck zu wenig aufs Navi. Das ist zum Kotzen. Ach man, naja gut. Ist ja auch Latten. Ja, also am letzten Abend, ich habe natürlich dann immer, was heißt immer, aber meistens zugeguckt, wie er da spielte. Man darf sich dann auch an den Tisch setzen, wenn halt ein Platz frei ist. Getränke sind dann alles umsonst, also alles, auch alkoholische Sachen, die man haben will. Da kommen dann Damen rum und fragen, ob man was haben will. Ich habe natürlich dann so gut wie nie was genommen. Dadurch fällt denen natürlich auf, der spielt ja gar nicht. So, und Isabella, der Pitboss, kam dann irgendwann an und sagte zu mir, hör mal, warum spielst du denn nicht? Ich sage, ja, ich habe es nicht so mit Spielen. Hier Krieger, der spielt für uns zwei. Der spielt schon genug. Und sie so, ja, so kann man das doch nicht sagen. Man muss ja mindestens in Vegas mal gespielt haben und bla bla bla. Ne? Hier viel Glück und so weiter. Ich sage, ja, komm. Dann spiele ich halt. Hab dann auch Three-Card-Poker gespielt mit Krieger am Tisch. So, und er hat die ganze Zeit schon relativ viel Pech gehabt. Und ich setze mich dahin, hab direkt gewonnen. Also, ja, kann jetzt nicht wahr sein. Nächste Hand habe ich direkt wieder ein Pärchen gehabt, habe wieder gewonnen. Ja, kann jetzt nicht sein. Nächste Hand hatte ich dann, glaube ich, eine Straße oder ein Flush. Ich glaube, das Straße. Da wurde ihm das Ganze dann zu bunt. Er sagte: Jo, du spielst ja jetzt hier. Ich setze mich mal an den Tisch. Und ja, im Endeffekt habe ich dann, weiß ich nicht, aus 100 Dollar habe ich, glaube ich, nochmal 175 Dollar gemacht. Und da habe ich dann auch gesagt: So, Kinders, letzte Hand, ich setze jetzt nochmal. Hab dann auch nochmal meine Straße gekriegt, weil ich erst nicht gecheckt habe. Der Dealer hat mir schon eine Brofisting gehalten und ich so, was? Hab dann nochmal irgendwie halt 75 Dollar plus gemacht. Und da sagte ich dann auch, das heißt für mich jetzt hier Feierabend mit Spielen. Ja, also im Endeffekt habe ich, glaube ich, 25 Dollar Verlust gemacht. Damit kann ich leben. Dafür, dass ich da Spaß gehabt habe. Vegas ist eine geile Stadt. Das Wetter fehlt mir. 40 Grad, dann kommst du hier in Deutschland an, 16 Grad Regen. Was haben wir jetzt gerade? Oh, 17 Grad nachts. Hui, 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 hui. Das ist schon das höchste der Gefühle. Und Regen. Ich habe mir, das war so ärgerlich. Vor der Tour, ich muss sagen, als wir uns beim Webvideopreis getroffen haben, da war, alter Vater. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Fick dich. Boah, ich hasse das. Wenn sich so eine Spinne vor einem abseilt und dann über den Schreibtisch rennt. Jetzt liegt da noch ein Bein. Tja, Pech gehabt. Oh. Na, ich habe die Grünphase verpasst. War die Spinne schuld. Naja.
Also beim Webvideopreis hat Krieger erst gefragt, so von wegen, ey, hier komm, machen wir eine Woche länger, machen wir eine Tour. Ich sag, ja, mal gucken. Das heißt, das war alles relativ kurzzeitig. So, und ich wollte dann aber unbedingt, weil ich ja auch ein Auto fahren sollte und ich ja nun mal eine Brille trage mit minus 2 und minus 1,75 und einer leichten Hornhautverkrümmung, sehe ich nichts, wenn ich eine Sonnenbrille anhabe. Ich trage keine Kontaktlinsen, ich trage nur eine Brille. Dann bin ich halt noch zum Optiker gegangen und habe gesagt, ey Leute, ich fahre in 8 Tagen oder in knapp einer Woche. Fahre ich in Urlaub, wie sieht das aus? Hier, Sonnenbrille mit Stärke. Macht das. Geht das schnell. Ja, können wir versuchen. Wir können zwar nichts garantieren, aber wenn sie Glück haben, ist die bis Samstag da. Ich flog halt meines Erachtens nach sonntags. Ja, samstags hieß es dann, ja, wird leider doch nichts. Ich sag, nee, hat sich geändert, ich flieg doch erst Dienstag. Ja, sagt die, ruf nochmal an. Montag angerufen, nee, vor Donnerstag wird das nichts. So, ja, geil. Weil, wer sich schon mal eine Brille geholt hat, die Brillen sind günstig. Das Schleifen der Gläser kostet halt eine Menge Asche. Ich muss schon wieder Pause machen. Ja, die Brille durfte ich dann nach dem Urlaub abholen. Hab mir eigentlich in Amerika gedacht, auch cool, weil in Deutschland sind ja auch gerade mal 30 Grad. Kannst du die wenigstens zu Hause benutzen, kommst nach Hause, 16 Grad Regen. Besten Dank. Sonnenbrille umsonst gekauft. Naja, vielleicht wird das ja hier nochmal was. So, ja, hat sich gelohnt. Besten Dank an alle, die mitgemacht haben da an der USA-Tour. An die Jungs von Game Insight, Stefan, Jan, an Christina, Till, der eine super Arbeit gemacht hat. Dann natürlich Debitor, Sepp und CK. Tour hat riesig viel Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, zu wohnen. War geil. Ja, Zug für Schaden, du hast auch einen Schaden, ja. Mann, jetzt habe ich 2 Stunden gesabbelt. Leck mir am Arsch. Gute Arbeit. Damit ist die Folge auch mal wieder durch. Mal gucken, wie viel Teile ich jetzt hier rausgemacht habe. Ein 2-Stunden-Part wird es sicherlich nicht geben. Wenn ich mal wieder was zu erzählen habe, gibt es eine neue Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Fotos gibt es bei Facebook. Diverse Videos gibt es halt bei CK, Debitor oder unserem Pizme TV. Könnt ihr nochmal reingucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!